Bei dem Event bin ich, Chat, da bin ich. Bin zwar nicht relevant genug für einen Titel, aber ich bin da. Ich bin da. Dass ich immer mal die Idee hatte zu sagen, hey, wäre es nicht voll cool, eine Umgebung mit einer VR-Brille zu synchronisieren. Das heißt, wir bauen einen riesigen Parcours in einer Halle auf. 20 Tonnen schwer, übelst lang. Den läufst du aber nicht normal durch, sondern du ziehst dir so eine Brille auf. Und durch... Wisst ihr, was man übrigens, was ich schon mal wegnehmen kann, was ich ein bisschen Angst habe? Ich habe Motion Sickness. Mir wird echt schnell schlecht. Mir wird schlecht ohne VR. Mir wurde schlecht beim Rasenmähen in House Flipper. Ich habe ein bisschen Angst, aber vor legit Motion Sickness. Aber naja. Durch diese Brille. Unter meine Augenlider, Alter. Und durch diese Brille sieht man dann... Also ich glaube, es gibt wenige Gamer, die so schnell Motion Sickness bekommen wie ich. Spiel, was wir selber programmiert haben. Und das Geile ist, wenn jetzt hier beim Parcours zum Beispiel diese Ecke ist, ist im Spiel auch diese Ecke da. Nur halt in schön. Und das heißt, man kann das ganze Spiel um sich herum anfassen. Sau geil. Macht das Sinn? Ja. Ich glaube, ja. Saugeil. Als ich mir die Idee erzählt habe, war ich so, oh mein Gott, crazy. Dann irgendwann kam die zweite Idee dazu, wie geil wäre es eigentlich, wenn wir dann Leute irgendwie einladen, die dann vorbeikommen und dann halt auch so durch den Parcours durchlaufen mit anderen YouTubern und so. Dann hatten wir jetzt letztens noch die Idee, das Ganze als dickes Live-Turnier zu machen. Pyrotechnik, eigenen designten Parcours, den Parcours so krank selber aufbauen. Live-Technik, mehrere Kameras, Lichter, Laser, ich weiß nicht, was Junge. Alles noch. Keine Ahnung. Ja, das machen so wir. So crazy. Ja, so crazy. Das hier ist der Start von der Doku-Reihe, wie wir probieren, die riesigste Game-Show, die krasseste Game-Show im deutschen Webvideo zu machen. Ich mache jetzt mal Balls auf den Tisch, das ist unser Ziel. Ich habe so viel Angst. Balls? Dass ich es gerade am liebsten halt. Ich auch später noch schauen, Chat. Was sein lassen würde. Jo. Nein! Das ist das andere Scheiße. Ist es bewusst in so einem Valorant-Theme? Ja, schon, ne? Wie setzt man so ein Ding überhaupt um und wie plant man sowas überhaupt? Im Endeffekt haben wir es wie immer gemacht und einfach angefangen. Wir hatten uns sowas noch nie gemacht, ne? Wir hatten am Anfang erstmal noch keine eigene VR-Brille. Die haben uns erstmal noch bei Thomas ausgeliehen. Und die ersten Versuche haben wir in Minecraft sogar erst gemacht, weil wir dachten, hey, wir bauen einfach schnell in Minecraft so eine Map und dann kannst du ja die einfach in VR testen. Voll geil. Und da haben wir schon gemerkt, selbst mit so einer Minecraft-Karte ist es schon scary. Oh mein Gott. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da hochklettern soll. Alter, ist das hoch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Hier könnte ich jetzt theoretisch laufen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Oh mein Gott. Crazy. Ich würde jetzt gerne weiter nach vorne laufen gerade. Aber mach bitte nicht. Das könnte echt funktionieren. Geil. Aber ist ja auch klar, dass wir es nicht einfach Minecraft... Oh mein Gott, ich krieg langsam ein bisschen Angst, damit zu machen. Wir hatten ja viel zu wenig Kontrolle. Und dann haben wir angefangen, noch ein extra eigenes Spiel zu entwickeln, was halt wirklich ganz exakt auf den Parcours angepasst werden kann, wo wir gar nicht limitiert sind von irgendwelchen Features, die wir machen können, weil so theoretisch sick. Können wir alles reinprogrammieren. Das ich halt freue mich da so krass drauf, Geile. Nojo. Ich stelle mir das ganze Game irgendwie so vor wie so eine schwebende Gedanken-Sci-Fi-Fantasie, wo auch die ganzen Marius. Sachen herumschweben und alles so ein bisschen wirkt wie in einem kreativen Kopf. Ja. Und generell die Idee ist sowieso, dass es nicht einfach irgendeine Spielewelt ist, sondern vielleicht mehrere Spiele. Ich bin gerade so happy und so hyped auf dieses Projekt. Ohne Witz. Das ist so geil, da ein Teil von sein zu können. In dieser Parcourswelt miteinander vermischt. Ja, als wenn man so wirklich durch seine Spielefantasie läuft irgendwie. Wir kannten natürlich schon einige Leute so von anderen Sachen. Ich hätte sowas von hinfallen, ich weiß jetzt schon. Von Festivals oder sonst sowas. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die Aero-Jungs gefragt. Für die Live-Technik. Für die Live-Technik und über die dann auch wieder natürlich andere Leute kennengelernt und sowas. Das, was wir auch zuerst gemacht haben, war natürlich auch erstmal zu Annika zu gehen und zu sagen, hi Annika, wir brauchen 80.000 Euro für ein Projekt. Was ist los mit dir? Ich gehe ein existenzielles Risiko ein mit dem Projekt. Pyrotechnik, da haben wir noch Showlicht, die beiden fetten Parcours, plus Buzzertechnik und allem Scheiß, plus Aufabbau. Als Anzahlung über 20.000 Euro. Ich hatte auch die ein oder andere krasse Nacht, in der ich richtig Panik geschoben habe und auch die ein oder andere Träne gerollt ist schon. 29. März, 23.08 Uhr und ich habe das erste Mal richtig Angst. Klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich muss einfach gerade drüber reden. So. Es ist heute einfach wie so ein Hammerschlag auf mich runtergekommen, dass es hier um echt fucking viel geht. Dadurch, dass wir es alles selber machen, ist keine diesen
Produktionsfirma dahinter hängt, die das alles abfängt oder so, wenn das halt in die Hose geht. Das ist eine Riesenverantwortung, die er sich da genommen hat. Also legit Riesenverantwortung. Geht, bin ich halt am Arsch. Ich habe so viel Angst, dass ich es gerade am liebsten einfach sein lassen würde. Ich riskiere halt zum gewissen Maß auch einfach meine komplette Existenz. Oder ist mal wirklich tierische Angst? Wir sind jetzt bei 115. War doch ein bisschen über Budget. Um ehrlich zu sein, habe ich mir schon gedacht, dass es mehr wird, weil so Künstler schrauben das auch gerne mal so ein bisschen runter, was sie benötigen. Wir hatten noch nichts, aber wir mussten schon die ersten Sachen beauftragen, nichts, damit sie umgesetzt werden. Wir hatten keine Kandidaten, wir hatten keine Partner, wir hatten basically also kein Geld, aber wir haben Auftragsbestätigung für mehrere 10.000 Euro rausgehauen. Das oh meint er mit Gott. Nichts. Hast du schon auf dein Handy geguckt? Na. Digga, was? Yo! Hey, Digga! Microsoft hat zugesagt! Oh, Digga! Geil! Seit fucking Januar! Ich glaub's nicht! Krass! Es geht jetzt wirklich los, Basti, verstehst du das? Es geht jetzt wirklich los! Oh, wie süß! Alter! Die Partner waren halt einfach scheiße mutig, uns so viel Geld in die Hand zu drücken, ohne zu wissen, ob das und wie Krank. Das überhaupt klappt, weil ich habe ja noch nie so ein Event gemacht, ne? Location war halt auch ewig langes Thema so, ist klar, ist super wichtig und wir brauchen da vor allem auch super viel Platz, ne? Wir brauchen eine gute Internetanbindung, wir können nicht einfach irgendeine Lagerhalle nehmen, weil wir haben halt Pyrotechnik, wir haben halt so Flammenwerfer und so ein Scheiß, das darf sich einfach überall einfach zünden. Da haben wir wirklich lange, lange gesucht, weil wir halt viel Platz brauchen. Was haben Sie? Jungs, was habt ihr? Flammenwerfer und so ein Scheiß, das darf... Flammenwerfer und so einen Scheiß. Und was, Marius? Schon außerhalb vom Parcours, oder? Überall einfach zünden. Und was ist unsonnen Scheiß? Wirklich lange, lange gesucht, weil wir halt viel Platz brauchen, viel verschiedene Räume auch und so. Auch mit Anlieferung, die ganzen LKWs müssen irgendwie anliefern können. Jetzt ich muss mal den Vertrag durchlesen. Da stand irgendwas drin von wegen Verletzungen und so weiter, sind nicht unsere Schuld. Haben wir tatsächlich 1500 Quadratmeter so eine Konzerthalle gemietet. Krank. Oder Hallen, das sind jetzt mehrere. Wir haben monatelang ja schon gesagt, ich glaube, der Moment, wo wir realisieren, wie riesig das alles ist, was wir da machen, ja, ist der Moment, wo wir gleich in dieser Halle stehen. Glaube ich auch. Junge, guck dir das Ding mal an. Das ist die Halle, wo die Parcours später reinkommen. Das Riesenteil war an hier. Es ist fucking insane, wie riesig das ist. Was haben wir getan, Passi? Hier geht's dann noch raus? Ich bin so froh, dass ich dazu gesagt habe. Oh, no joke. Wenn ich es jetzt schauen würde im Nachhinein und wäre so, ja, nee, Marius, bin ich nicht dabei. Ich bin so froh, dass ich dabei bin. No joke. Hier ist dann so der Food-Bereich. Hier haben wir dann später so einen Food-Container. Hoffentlich haben wir gutes Wetter, dann kann man hier draußen auch nochmal so ein bisschen chillen, gemütlich was essen und so. Und dann haben wir noch eine zweite Halle für nur Orga. Wir brauchen eine zweite Halle. Da war eine Bar. Gibt's da Alkohol am Ende? Saufi? Für Orga. Dieser komplette Raum hier, dieser ganze Außenbereich, diese Riesenhalle, das alles gehört zu unserem Event. Das haben wir gemietet. Krass. Für dieses Event. Das ist das Bekloppteste, was ich je in meinem Leben versucht habe. Alter. Um mal zu testen, wie das wirklich ist, wenn man... Marius' Frisur auch ganz wild unterwegs. Geht schon aus der virtuellen Welt echt an. Der ist wirklich so ein richtiger Erfinder, oder? Fassen kann. Habe ich aber mal ein komplettes 3D-Modell von unserem Wohnzimmer und dem Flur und sowas gemacht und das ins VR-Headset gepackt. Wenn ich mich umschaue, seht ihr schon mal ganz grob mein Wohnzimmer, unsere Säule und so weiter und so fort. Das Allercoolste ist aber, wenn ich auf meine Hände schaue, sehe ich meine Hände ohne irgendwelche Handschuhe oder so im Virtual Reality und ihr könnt wirklich jeden Finger einzeln aneinander packen, auch irgendwie komplizierte Fingerbewegungen machen. Geil. Und da seht ihr alles auch. Hasuma no Jutsu. Und dadurch könnt ihr auch wirklich mit Jutsu, der Schattendoppelgänger, mit euren Fingern den Küchentresen wirklich anfassen. Oder Geil. Rüberfassen an die Wand hier und dann zum Beispiel so rüberschauen. Und dadurch fühlt man sich halt super safe, weil man einfach wirklich auch Sachen anfassen kann mit seinen virtuellen und gleichzeitig echten Händen. Wir machen jetzt mit ultimativen Trust-Tests. Ich renne jetzt mal voll auf die Säule zu, versuche mit meinen Händen dann abzustützen. Ich kann auch in die Hocke gehen, zur Hocke hochspringen. Selbst wenn ich jetzt mal so die Höhe ändern, drauf. Ich gehe jetzt schon ein bisschen im Motion Sitze, das geht ohne Probleme. Und ihr müsst euch überlegen, das ist erste Techniktest. Im Parcours machen wir es ja nochmal in krass. Da kann man dann wirklich alles auf den Zentimeter genau in der echten und in der virtuellen Welt anpassen. Super und dass der erste insane Techniktest schon so gut funktioniert, macht mich mega pumped.
der Parcours ist ja das Herzstück von dem ganzen Bums, den wir hier machen. Welche Hindernisse da drin sind, wie der verläuft, wo du hoch und runter läufst, das haben uns ja auch wir ausgedacht. Wir haben keinen Spezialisten gehabt, sondern wir haben uns wirklich hingesetzt. Ah, vielleicht schiebt man das noch einen Meter nach da, einen Meter nach da. Wir haben sogar vor 4 Wochen oder so nochmal ein neues Hindernis gemacht, weil wir gemerkt haben, so, ah, das war irgendwie noch nicht richtig. Heute fange ich an, die ganzen Leute anzuschreiben, ob die Bock haben mitzumachen. Monatslanges Organisieren. Jetzt fangen die Telefonate an. Moin, es geht. Das klingt richtig geil. Ich vermisch quasi die Welt des Realen und des Virtuellen zusammen. Genau. Du bist dabei? Ja. Mega geil. Leute, es gibt ein massive Upgrade und zwar haben wir jetzt alle 24 Teilnehmer plus Kommentator ready. Ich mache einfach mal eine fette Liste und dann könnt ihr... Hey, da bin ich! Da bin ich! Wer ist dabei? Julia, Kevin, Trimax, Vim Bam, Regina, ich, Revi, Reapers, TJ, Crispy Rob, Mo, Tomery, Gnu. Ja, stimmt, Gnu ist auch dabei, haben wir schon drüber gesprochen gehabt. Joyce Jungle, Romandra, Mickey, Survival Money, Simon, Krankrafter, Kelly, Dave auch im Start, nice, Fritz, Chef Strubbel und Danny. Geil. Sehen, wer alles. Danny wird nur fallen. Mit dabei ist. Keine Pressebilder? Chat, ich habe actually Pressebilder gemacht, als wir dort waren. Mal gucken, wie awkward die geworden sind. Wir haben actually Pressebilder gemacht. Ich war so, wie mache ich jetzt Presse? Ich so, muss ich das machen? Muss ich das? Hilfe. Aber Management hat das organisiert. Management war so, wenn du in Deutschland bist, dann musst du Pressebilder machen. Weil wir haben keine Bilder von dir, die wir an Partner schicken können. Du musst jetzt Pressebilder machen. Und ich war nur so, ah, Alex, nein. Ich möchte nicht. Aber ja, ich glaube, die sind ganz in Ordnung geworden. Das sind einfach nur Bilder, wo ich sie da schon bin, so. Übelgeil! So ein Teilnehmerraster gab es bei noch keinem Event. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das schon wieder geschafft haben. Es wird einfach nur komplett insane. Und so als Sportkommentator sagen... Marius schreibt mir so, war so, kann ich dich kurz anrufen? Ich war so, okay, also, wir haben da so ein Event. Und willst du vorbeikommen? Dafür nach Deutschland. Und ich war so... Eher schwierig, Marius, eher schwierig. Und dann hat er mir die Idee erzählt und ich war so, okay, ich plan's ein. I'm in. Bin am Start. Sag ich mal, der die Idee war so geil, war. Die Leute durch den Parcours laufen, haben wir fürs Halbfinale und fürs Finale Knossi noch. Es wird wild. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele geile Leute einfach kriegen, die an einem Tag wirklich da sind und dieses Turnier machen. Habt ihr gehört, Chat, wir sind geil. Das Wichtigste überhaupt, wann findet das Event statt? Nächste Woche Sonntag, 2.5. ab 14 Uhr. Krass, schon nächste Woche Sonntag. Auf meinem Twitch-Channel. Das heißt, erstmal alle auf Twitch reinfolgen. Ja. Das Link ist in der Beschreibung. Ja. Alles angeschrieben. Oh, einfach. Diese Woche? Dann ist das alles hier. Ach, diese Woche. Genau, ja. Doku-Serie. Genau. Das heißt, es ist heute nicht die einzige Doku. Hey. Es gibt am Mittwoch noch einen Teil. Es gibt am Samstag noch einen Teil. Dann gibt es auf meinem zweiten Channel jeden Tag ab heute bis Samstag noch ein Video dazu. Das heißt, es gibt echt verdammt viel geilen Content, den ihr euch alle reinzieht. Krass, no joke. Ab heute. Der Parcours sieht in echt im Grunde genommen sehr nach einem Gerüst aus. Das ist der Kram, worauf der Parcours gebaut wird, dann quasi. Genau, wir haben halt 2 Meter von, Länge und den einen, ja, ich glaube 500 von den 2 Metern. Viele fette Eisenstangen, Stahlstangen. Mit so Podesten und sowas. Das ist perfekt zum Balancieren. Das ist super. Und überall ein bisschen schön gemacht und Matten halt, so Sportmatten. Und in VR wird es dann so ein bisschen dieser Wow-Effekt. Wie so ein Tor in eine andere Dimension, wenn du das Ding aufsetzt. So ein geil. Bisschen, wenn du in ein alternatives Universum Boah. Reinguckst, wo das Fresh. Aber eben genauso aufgebaut ist. Oh, krank. Vorne hast du halt diesen Miniaturbereich, wo du so klein bist und so selbst Gras riesig ist. Dann kletterst du hier hoch in so einen Piratenbereich mit so Wasserfällen hier an der Seite. Dann gehst du durch das Schiff und hier hinten ist dann nochmal so am Ziel so eine fette, schwebende Burg irgendwie. Aber ich finde so vom Konzept her schaut das auf jeden Fall mega geil aus. Wenn man jetzt wirklich diesen kompletten Parcours in 4 bis 5 verschiedene Teile einteilt, hat man die ganze Zeit so verschiedene Bereiche und immer so neue Eindrücke. Und das alles wirkt halt wie so ein Traum von jedem Gamer. Keine Ahnung, ob irgendwas dabei ist. Ich muss sagen, jetzt wo ich das hier so sehe langsam, ist eine echt geile Sache und vor allem habe ich das auch schon mal so ein bisschen in VR getestet. Digga, das ist so geil, die Aussicht. Da muss man runter. Ist echt so, imagine, Chat, irgendwann nächste, übernächste, keine Ahnung, irgendwann Gamescom und ihr probiert sowas aus. Wie geil. Springen wir erstmal. Digga, das ist schon sick.
Ey, alleine könnte ich das Projekt gar nicht machen. Klar, Passi bei allem dabei. Passi, das Orga-Brain hinter der ganzen Sache. Ist so aufteilt. Passi macht so krasse Orga. Ich bin so Kreativkopf. Dann haben wir hier Hendrickson behind the cam. Der macht quasi die ganze krasse Doku hier. Dann haben wir noch Annika, Isa und Marie. Die haben sich um das ganze Ding mit so Vermarktung gekümmert, dass wir Sponsoren haben, die da uns unterstützen. Dann haben wir natürlich noch ein komplettes Bühnenbauer-Team, Streamtechnik-Team, was sich um die 15 Kameras kümmert, die wir später vor Ort haben. Dann haben wir natürlich noch ein komplettes Corona-Team. Ich schaff's nicht mal mehr, eine Kamera irgendwo anders zu platzieren. Wenn man jemand an meinem Streaming selber ein Kabel umlegt, bin ich so, geht nicht mehr, kaputt. Mein Setup ist kaputt. Was so die ganze Tests macht, Sanitäter. Dann haben wir natürlich noch jemanden, der sich um die ganzen Anreise von den ganzen Creator kümmert. Und die ganzen Leute vor Ort müssen natürlich auch was essen. Wir haben halt nicht einfach irgendein Catering geholt, sondern... Hallo, ich bin... Hey. Ja, hallo, Papa, ich koche jetzt. Es gibt Burger, ich bringe mein Team mit. Mein Team kann nicht kochen, das heißt, es gibt manchmal auch schlechte Burger. Wir haben vegan, wir haben vegetarischen und zweiten Fleisch. Scharf normal, Let's vegetarisch go. Normal und vegan normal. Let's go, Alter. Also ich glaube, am Tag geil. Selbst... sind wir dann wirklich ein Team von 30 Leuten. Was erstmal super viel klingt, aber für die Größe, was wir da machen, ist es wenig. Eigentlich gar nicht so viel. No, wenn ein einziger wegfällt, schon schwierig. Und da ist natürlich super wichtig, Hygienekonzept. Wir haben halt alles übel viel mit Ordnungsamt und allem abgesprochen. Alle Menschen, die ihr in diesen Videos seht, immer negativ getestet. Dann haben wir natürlich auch so Geschichten wie, alle haben eigene Ankunftszeiten, damit man sich vorher nicht begegnet. Laufwege, Desinfektionsroutinen. Hygienebeauftragte. Hygienebeauftragte. Haben schon unsere Zeiten alle bekommen, wann wir ankommen, um nochmal Corona-Tests zu machen und so weiter. Alles, was man da machen kann, um es sicher zu machen. Auch am Event selbst. Jeder Mensch, jeder Teilnehmer, jeder von der Crew, jeder, der in dieser Halle rumläuft, negativ getestet. Aktuell negativ getestet. Auch von geschultem Personal. Wir haben das Deutsche Rote Kreuz da und das ist ein super ernstes und sehr wichtiges Thema. Plus, man darf nicht vergessen, gerade am Tag, wo so viele da sind, das ganze Team mit Masken tragen. Ja, nur die Darsteller haben die Freiheit, nach der Maske keine Maske zu tragen. Ja. Genau. Wir haben übel lange überlegt. Wir haben also nachdem man sein Make-up draufbekommen hat, ist ja quasi dann... So, wirklich gebrainstormt. Ja, dann darf ich wieder in die Maske gehen. Ich liebe es, in die Maske zu gehen. Aber nützt nie, wenn du werten. Du setzt... Oh, du geil. Du setzt dich hin, bist so. Dann kommt jemand und machst du dein Make-up, mach deine Haare und du chillst einfach nur und bist so. Und jemand macht da... Ich habe auch gesagt, das könnte ich jeden Morgen haben. Da hat die Frau gesagt, jo, wenn du irgendwann reich genug bist, dann kannst du ja jeden Morgen machen. Kannst du jemand holen? Kann sich mal anstellen, dann hat man jeden Morgen Maske. Über 3 Wochen oder so. Aber der Name, den wir am Ende genommen haben, der war im Endeffekt ein Zufall. Wir wollten gerade Namensfindung machen und dann meinte ich irgendwie so, ja, aber wir wollen ja VR irgendwie auf. Und dann kommt Mario so schreit, Next Level. Ja, Next Level. Wir machen so vor den Kopf und dann kommt's einfach so. Ja, Next Level. Das ist ja wirklich so was? Next Level, was das ist. So was hat man noch nicht gesehen. Es hat mit Gaming Bezug durch diesen VR-Shit. Es ist für mich und uns einfach auch irgendwie so als Creator auch nochmal so Next Level. Sowas haben wir im Ansatz noch nie gemacht. Und deswegen passt es sowohl alles zusammen, was da passiert, als auch was das für uns persönlich bedeutet. Ja. Für den ganzen Bums haben wir in den letzten Tagen fast nicht jetzt noch ein Logo gemacht. Ich habe mir einfach irgendwie so ein bisschen Futuristic-Style-mäßig irgendwas ausgedacht. Mit verschiedenen Futuristic-Fonts und einfach mal so ein paar Trennlinien verbunden und dann ihm gezeigt, ein paar Tage liegen lassen und dann haben wir eigentlich gesagt so, yo. Das ist das finale Logo. Ich finde es extrem ist geil. Fresh. Zwischendrin haben wir noch 30.000 Farbvarianten ausprobiert, um dann wieder bei Weiß zu landen. Aber prinzipiell ja so. Immer. Ich bin gespannt auf den Ecke. Was, was ist eigentlich nice ist, dann tust du noch versuchen, vielleicht sieht es in anderen Farben nicer aus. Dann probierst du übel lang rum, bis am Ende so, nee. Ich sehe auf jeden Fall schon was. Ein Truck. Ich weiß nur nicht, ob... Doch, ich glaube, der ist da. Nein! Das ist das Scheiße. Das ist einfach unser Truck. Ich dachte, das ist halt eher so ein Transporter. Aber das ist so ein richtig fetter LKW. Das ist ein großer Truck, ja. 15 Tonner ist es. Und der muss zweimal fahren. Nur für den Parcours. Und den laden wir jetzt mal voll. Da sind teilweise nur Kabel drin. Da vorne das ganze gestapelt ist der Parcours. Es ist so viel Zeug. Ich unterschätze das jedes insane. Mal. Ne? Insane, no joke. Das ist absolut krank, dass da jetzt 200 Kisten einfach eingeladen werden, ne? Das hier ist nur einer von 2 LKWs. Wir machen uns ich bin gerne und ich bin fit, aber ich bin ein bisschen müde. Ich habe auch wieder schlecht geschlafen, die ganzen letzten Tage wenig geschlafen. Ich habe seit 4 Tagen einfach wenig geschlafen. Voll, das wird jetzt am Montag alles in die Location gebracht. Thanks. Und dann bauen wir alles auf. Den ganzen Aufbau seht ihr dann am Mittwoch in der nächsten Doku. Es wird absolut krass. Mittwoch kommt die nächste. Jetzt geht's los. Diesen Sonntag ist es. Es ist diesen Sonntag.
Das war's. Crazy Video. So cool. Ich freue mich echt krass auf das Event. Sehr, sehr, sehr geil. Bin sehr gespannt. Ich bin am Start. Ich freue mich.